Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Wunschbecher 5. Angesichts seiner hervorragenden Leistung befördern wir dich hiermit zur berühmten Hüterin. Als Dankeschön für deine Dienste erhältst du eine einmalige Prämie von 2000 Gold. Geil. Hurra, ich habe ein Abzeichen der Ermittlung erhalten. Jetzt kann ich zu jeder Tagesnachtzeit die Häuser anderer Leute. Das finde ich toll. Immer weiter so, Hüterin. Das ist echt praktisch. Jetzt kann ich zu jeder Tages- und Nachtzeit Leute belästigen. Kriegerschild, okay. Wir können natürlich gleich wieder ein gesuchtes Monster annehmen. Ja, nee, das ist, glaube ich, ein bisschen zu stark. Also 3 Sterne schaffen wir, glaube ich, noch nicht. Und ich nehme natürlich jetzt auch noch vorher erstmal meine Frostdolche, einfach weil die ein bisschen krasser sind. Und dann gehen wir jetzt mal weiter. Und wir schauen, nee, zu den Drachen brauchen wir eigentlich gar nicht hochschauen, weil es regnet fast. Eigentlich kann ich mich runter teleportieren. Wo muss ich hin da? Ich kann mich da wirklich nicht hin teleportieren, sondern muss zu Fuß gehen. Na toll. Dann kommt, Leute. Ich kann auch Martin fragen, ob er mit will. Hätte der auch noch Bock, sich unser Gang hier anzuschließen. Ich kann mal schauen, ob es hier irgendwas zum Kaufen gibt. Ja, das ist schon mal scheiße. Okay, nee, ich brauch definitiv nichts von dir. So. Möchtest du mitkommen? Okay, damit sind wir zu dritt unterwegs, zu viert unterwegs, da haben wir eine ganze Gang. Läuft. Hoffen wir mal aufs Beste, dass wir nicht alle sterben. Ich hoffe, einer von denen kann wenigstens healen. Ich hoffe, Lucy kann healen, weil die anderen zwei können es ja schon mal nicht. Deswegen hoffe ich mal, Lucy ist nicht komplett unfähig zu healen. So. Lauft mir hier das Heil. Das finde ich richtig cool mit den Dorfbewohnern und so. Ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt hatte, aber als ich so, keine Ahnung, so 7 war oder so, hatte ich mal einen Traum. Das war praktisch so eine Mischung aus Sims und so Kämpfen. Und wenn ich so drüber nachdenke, umfasst das dieses Spiel eigentlich richtig gut. Das war praktisch, ich habe damals geträumt, dass ich, hier speichere mal kurz, dass ich so Sims hatte und da musste ich mich halt drum kümmern, dass es denen gut geht unter den Tagen. Und wenn die halt dann zur Arbeit fahren, musste ich halt immer schauen, dass die halt praktisch alle Werte wieder aufgeladen haben. Und dann mussten die halt, statt halt, dass ich halt die in der Arbeit waren, so musste ich halt dann mitkommen. Und dann war das halt so, als wenn man auf so ein Abenteuer gehen würde, wie das hier. Also wenn ich mich jetzt noch um meine Bewohner kümmern müsste, dass es denen gut geht wie bei Sims, dann hätten wir original einfach meinen Traum von 2000 irgendwas. Und das fände ich echt krass, wenn es so wäre. So. Okay. Ja, und alle einfach auf das Quietschen. Jetzt müssen wir aber hier an der Seite noch einmal schauen, ob deine Schatztruhe irgendwo steht. Ah, wie cool. Ja, also keine Ahnung. Das ist halt so ein Originaltraum von mir irgendwann mal gewesen. Und es muss vor 2010 gewesen sein, weil ich der Traum war Sims 2 und nicht Sims 3. Au. Ich habe doch nur einen gesalzenen Hecht aufgehoben. Man braucht mich doch... Hat der gerade irgendwie entdeckt? Oh, da ist ein Stein. Den muss ich holen. Wir müssen das Ding hier schnell besiegen, bevor der irgendwas tut. Steigt mir alle nur eine Stufe auf. Solange ihr nicht sterbt, könnt ihr machen, was ihr wollt, Leute. Natürlich mich ein bisschen unterstützen wäre so optimal, aber... Oh, so kleine Endhorns. Jagen die jetzt gerade einfach mal dieses Viech. Okay, ich muss da eindeutig ein bisschen mitmischen, weil die es alleine nicht hinkriegen. Vor allem es regnet. In echten Leben wird es voll den Schneematsch geben, wo man nicht durchlaufen will. Oh, da unten ist eine Truhe. Keine Idee.
ich werde wieder geheilt von meinem Pokémon-Trainer. Geil. Haben wir jetzt alles. So. Aber das heißt, dass ich heute nicht mehr von meinem Pokémon-Trainer geheilt werde. Nicht so schön. Fähigkeiten aufstieg, nice. Yippie, wie sie alle freuen, dass man hier eine Runde fighten darf, dass man hier eine Runde draufhauen darf. Ich freue mich gerade übrigens, dass ich ein Team dabei habe, einfach weil es immer ein bisschen entspannter ist, wenn man nicht komplett allein loszieht. Ich merke, ich bin ein bisschen zu schwach, weil ich Schaden kriege. Und wenn ich jetzt stark genug wäre, würde ich überhaupt keinen Schaden kriegen. Was? Irgendwelche komischen Wölfe, die geritten werden von einem Ork. Das ist was ich nicht sehen möchte. Okay, wir können einfach mal den Angriff machen mit ihm. Warte. So, wir machen einfach mal so einen Gang-Angriff. Liebe und ein Blickstuhl. So, noch ein Reiterorg. Und da liegt ein Wurfzahn. Da ist eine zwei Schatzhunde, da wird eine böse sein davon. Au. Ein Lachs-Unikuni. Okay, jetzt ist Lucy auf jeden Fall total gehypt. Rennen die jetzt gerade die Viecher her? Okay, er kann nicht zaubern und der andere ist gelernt. Das ist jetzt auch nicht so optimal. Und ich kann leider noch keine Zauber wirken, dass ich healen könnte. Ah ja, und Lucy haben wir auch noch. Die stirbt was. Die zieht man dann einfach... Da ist mein Problem. Wenn man hier jetzt auch so Eisdinger trifft und ich eine Eiswaffe habe, dann zieht das nicht so wirklich. Dann musst du dann einfach eine andere Waffe nehmen und mit der zu ballern. Und dann liegt Lucy. Ja, das passiert halt dummerweise mal, aber die steht schon wieder auf. Okay, ich habe gerade keine Wolle, das ist jetzt wirklich... Au, ich will, glaube ich, mal kurz was essen. Was habe ich mir denn letztes Mal schönes zum Essen gemacht? Ein dunkles Gericht, das esse ich nicht. Das ist ein bisschen zu krass. Hier so ein Essigkuchenmix. Komm, ich erstmal den Essigkuchenmix. Aber was riecht das für ein Schlachthaufer? Das ist der Wahnsinn. So, jetzt lebt die andere wieder. Wenn man dann noch, wenn man so ein bisschen Gegner kaputt macht, irgendwie leben die dann wieder. So, was haben wir da drin? So was, ein Käsefondue auch nice. Also ein Käsefondue wäre ich auch voll dabei. Wenn mir jemand ein Käsefondue hinstellt, dann esse ich das. Wo müssen wir überhaupt hin? Das ist immer die andere Frage. Okay, wir müssen nach da unten. Okay, wir müssen da rüber. Okay, sie ist wieder mal umgefallen. Ich kann Schneemänner zerstören ohne Rübe. Ich bin einfach mal so frei und zerstöre die. Vielleicht gibt es ja was Nices. Die Pinguine, da hinten wäre halt Schatzturin und so. Leute, komm mal einfach da ein bisschen mit. Ignoriert mal hier ein bisschen die Gegend, okay? Ich will eigentlich nur zu. Die sind unendlich stark, wir müssen weg hier, wir müssen weg hier, die sind zu stark. Okay, ihr seid auch ein bisschen zu stark. Das merke ich mir. Ja, du liegst mal wieder am Boden. Okay, da geht's dann weiter. Ich hoffe natürlich, ich kann da irgendwo noch aufladen ein bisschen. Eine Riesenwolli. Ich mach einfach mal hier mit Martin zusammen, wie locker es klingt. Lucy ist auch dabei, aber nicht die stirbt was. Sehr emotional gesagt, ja, das passiert mal im Spiel.
Hier stehen nach einiger Zeit wieder auf. Okay, 1000 Stöße. War ein riesen Königswolli. Ja, Lucy, die schläft da ein bisschen im Schnee, die braucht mal kurz eine Pause. Dann speichern wir mal kurz. Ich sollte jetzt auch locker über 30 werden. Also ich sollte jetzt bestimmt, ja, 12 Stunden sind jetzt aufgestiegen. Gibt es hier ein Schild, wie stark man hier sein sollte? Nö. Ich kann leider nicht healen. Das ist ein bisschen blöd gelaufen. Ich habe die Fähigkeit noch nicht. Aber möglicherweise kriege ich sie jetzt. Dieser wunderschön. Ich habe immer Angst vor Eishöhlen. Da muss ich immer so ein bisschen so an dieses Zelda-Teil denken. Und da war das Eiszeug immer nicht so das Schönste. Ich erinnere mich dann an Minish Cap, als wir da diesen sehr anstrengenden Fight mit... Hallöchen, was suchst du hier? Lukas, was machst du denn hier? Du solltest doch in der Stadt warten. Ich dachte, vielleicht fällt mir wieder was ein, wenn ich hierher komme. Würde es dir nicht aus dem helfen, wenn ich dich dorthin führe, wo ich aufgehört bin? Das stimmt zwar, aber ich kann dir hier nicht allein lassen. Ich sollte dich hier mitnehmen. Na gut. Gut, dann rennt ihr uns jetzt wahrscheinlich auch noch hinterher. Das sieht so aus, als hätte ich es noch nicht abgebaut. Yay, yeah, Fähigkeitenaufstieg. Also ich würde gerne wieder auf meine neue Waffe wechseln. Alles in Ordnung? Wir sehen nur Muskelkater. Stirbt da nicht was? Sie hat nur Muskelkater. Vor allem, wenn ich dir halt zum Kraut geben würde, zum Heilen, das würde die halt nicht feiern. Das ist halt das Problem. Und ich doch nichts dafür, wenn die da so wählerisch sind. Okay, da sind ein paar Gegner. Ja, und einfach mal mit irgendeiner Kraft drauf. Hier, der Rika hier. Ich hoffe, wir haben eine sehr gute Freundschaft später. Oh, sie ist schon wieder umgefallen. Diese Frau kann auch nichts anderes als umfallen. Ja, das ist so ein Arschloch-Pinguin, der immer wegrennt. So, ich hoffe natürlich jetzt auf eine Waffe zu stoßen, was ein bisschen krasser ist. Oh nein, ich habe keinen Platz mehr im Inventar oder was? Leute, wir müssen mal kurz in die City. Ich habe irgendwo so ein misslungenes Gericht, das kann man stattdessen da lassen. Dann gehen wir kurz heim. Lagern unser Zeug besser. Platzieren. Ich dachte, das ist ein misslungenes Gericht. Das da. Schmeißen wir mal dahin. Okay, das dann nehme ich mal mit. Und dann teleportieren wir uns mal ganz kurz nach Hause. Und kommen aber gleich wieder hierher. So, Leute, schau, Lucy, die geht auch wieder. Es wäre nie was. Ich glaube, ich sollte dieses Schild einsetzen. Ich weiß nicht genau, wann ich es bekommen habe, aber es sieht um einiges besser aus. So, dann habe ich hier so ein bisschen Gras. Das kann ich auch mal lagern. Traubenlikör. Ich dachte gerade, es wäre Wein und wir hätten was zu saufen. Aber nein. Mal unsere Samen da rein. Grünfix, ja, ich muss das mal überall vom Boden ausstreuen. Ja, da habe ich noch ein bisschen Müll. Vielleicht noch irgendwas, was ich so herstellen kann, so eine Rüstung oder so. Ah ja, da fehlt mir leider noch so eine Bandage. Schild, habe ich da vielleicht noch was Besseres als 13? 11, nein. Kopfbedeckung, was Besseres ist meine Schleife. Hier. Ah, der sieht halt dann scheiße aus. Das will ich halt auch nicht. Ruhe. Ja, das sind diese mit diesem scheiß Sound, die wurde freiwillig ausgezogen. Vielleicht noch eine Waffe, die ich mir machen könnte. Dass ich hier nicht komplett rumheule, weil ich meine gute Waffe nicht nehmen kann. Was ist das Erz, was ich dafür brauche? Saphir. 118 Angriff, das ist halt ein Wasserschwert, aber es hat.
Ich schaue noch, ob ich das Silber für was anderes besser gebrauchen kann. Ich bin fast dafür, dass wir uns das eine da machen. Der ist low. Speer. Ist zwar nicht meine bevorzugte Waffe, okay, dann wirklich gar nichts. Axt oder Hammer, das sind auch keine Waffen, die ich eigentlich gerne benutze. Also der Hammer noch mehr als die Axt, aber irgendwie... Nee, also bis jetzt ist das Schwertchen, was wir da haben, am schönsten aus. Und Stab ist wahrscheinlich eh kacke, was wir da haben. Mit Liebesrute da an. Das ist halt kacke. Ja gut, also... Was soll ich denn da anders machen, als das Ding halt zu schmieden? Aber ich weiß ja nicht, ob uns eine Aquaschwert so viel hilft. Das ist halt immer mein Problem. So, dann machen wir mal wieder einen kurzen Cut und sehen uns nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht. Bye, RuneFactory 5. Bis dann. Bye.